Bonjour Wallonie, Südbelgien entdecken. Hallo, mein Name ist Françoise Hauser und auch heute geht es wieder direkt in die Wallonie. Dieses Mal allerdings wird es nicht nur eine geografische Reise, sondern gleich auch eine kleine Zeitreise. Denn wir schauen uns in der belgischen Geschichte um, die in Deutschland eher unbekannt ist. Wer weiß schon, wie die Belgier zu ihrem König kamen oder warum ausgerechnet in der Wallonie die Industrialisierung Kontinentaleuropas begann. Auch dieses Mal habe ich natürlich wieder einen Experten an Bord, den Journalisten und Historiker Christoph Driessen, unter anderem Autor des Buches Geschichte Belgiens, die gespaltene Nation. Hallo Christoph. Hallo, freut mich sehr. Ja, mich auch. Ich habe auch ganz viele spannende historische Fragen zusammengesucht, bei denen du mir bestimmt weiterhelfen kannst und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich steige jetzt mal gleich mit einer ganz wichtigen Frage ein, nämlich, es heißt ja immer, Belgien ist keine 200 Jahre alt. Aber stimmt das überhaupt? Ich meine, selbst Cäsar hat Belgien schon erwähnt. Genau, die tapferen Belgier, die von allen Galliern die tapfersten sind, hat er gesagt. Ja, also streng genommen, der belgische Staat, der ist eben erst 1830/31 gegründet worden. Aber Flandern und Wallonien sind sich schon viel länger verbunden gewesen. Nur hieß das damals eben noch nicht Belgien, sondern zum Beispiel die burgundischen Niederlande, die habsburgischen Niederlande, die spanischen Niederlande, die österreichischen Niederlande. Also immer wieder neue Namen für doch ungefähr das gleiche Gebilde. Also unterm Strich könnte man sagen, Belgien ist ein junger Staat mit einer sehr langen Geschichte. Das klingt so, als hätte man die Machthaber gewechselt wie André ihr T-Shirt. Ja, also das ist ja immer wieder auch so ein Bild genau, dass die Belgier auch lange Zeit, vor allem im 19. Jahrhundert, von sich selbst verbreitet haben. Das war so der Mythos des kleinen, tapferen Landes, das immer wieder von anderen Großmächten unterdrückt worden ist und sich dann am Ende freigekämpft hat. Allerdings stimmt das so richtig nicht. Also es war eben halt im Mittelalter oder auch in der frühen Neuzeit unter Umständen ganz normal, dass der Landesfürst weit weg saß. Der musste nicht unbedingt im Land selbst sitzen. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Zeit der burgundischen Niederlande anschaut, da könnte man sogar die Meinung vertreten, dass Belgien damals selbst eine Großmacht gewesen ist, weil es nämlich selbst das Kernland dieser burgundischen Niederlande gewesen ist. Ich glaube, ich muss hier auch noch mal so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer anfügen. Wir sprechen jetzt auf einmal nicht mehr nur von der Wallonie, sondern von ganz Belgien, weil man das einfach auch nicht gut trennt. Kann. Selbst wenn das heute so klar scheint, wo die Wallonie endet und wo Flandern beginnt, ich glaube, das macht historisch erstmal nicht in jeder Hinsicht Sinn. Deswegen machen wir das hier auch nicht und bleiben erstmal bei ganz Belgien. Das ist übrigens auch spannend genug. Aber wie kam es denn dann eigentlich zur Gründung des heutigen Staates? Ja, also nach der napoleonischen Zeit, da waren die heutigen Benelux-Staaten in einem Staat vereint. Das hieß damals das Vereinigte Königreich der Niederlande. Und dieser Staat, der wurde quasi von den heutigen Niederlanden, also aus Den Haag, dominiert. Und das führte zu Konflikten. Eigentlich waren der Norden und der Süden, also sprich die Niederlande und Belgien, sehr unterschiedlich. Also die Niederlande waren zum Beispiel protestantisch dominiert. Belgien war erzkatholisch. Im Norden wurde ausschließlich Niederländisch gesprochen, in Belgien auch sehr viel Französisch. Und der Norden war eigentlich so ein abgehalfterter Handelsstaat und der Süden so eine aufstrebende Industrieregion. Und vor allem der niederländische König, der wollte eigentlich noch alles allein bestimmen. Und das Bürgertum, vor allem im Süden, das wollte wirklich seinen Anteil auch an der Regierung haben. Und das führte dann zu so einer ganz aufgeheizten Stimmung. Und am 25. August 1830, da wurde in Brüssel, in der Oper, deren Fassade auch heute noch steht, eine Oper gespielt, die hieß Die Stumme von Portici. Und da geht es um einen Volksaufstand gegen eine Besatzungsmacht. Da konnten sich also sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen drin wiedererkennen. Und deswegen kam so eine ganz wilde Stimmung auf. Und schon während die Oper noch im Gange war, sind die Leute nach draußen gestürmt und haben das Haus des mächtigsten niederländischen Ministers angezündet. Und das war quasi die Initialzündung für die Revolution, die dann zur Gründung des belgischen Staates geführt hat. Ich habe manchmal so den Eindruck, als wären diese Aufständischen damals selber so ein bisschen überrascht gewesen, dass es geklappt hat. Das war ja eine sehr spontane Aktion, ne? Absolut. Sie waren überrascht. Das war auch lange gar nicht so richtig gesteuert.
Und es ging eigentlich auch nur von so einer kleinen Gruppe von sehr entschlossenen Bürgern in Brüssel aus. Das war eigentlich der Kern dieser Revolution. Und plötzlich sahen die, oh mein Gott, das hat ja geklappt. Wir können jetzt hier einen eigenen Staat gründen. Ja, da kommt jetzt auch, glaube ich, so eine der Lieblingspassagen der belgischen Geschichte, zumindest für mich. Damals war ja klar, man braucht einen König. Also ein Staat ohne König, was ist das schon? Ne? Man braucht schon einen König. Jetzt hatten aber die Belgier keinen König. Und woher nehmen? Genau. Also sie hatten sogar kurzzeitig mal die Gründung einer Republik erwogen. Denn diejenigen, von denen die Revolution ausging, das waren ja ganz fortschrittliche Liberale. Die wollten eigentlich selber bestimmen. Aber dann haben sie sich gedacht, gut, das können wir aber irgendwie doch nicht bringen. Denn die ganzen Großmächte um uns herum, das sind eigentlich eher so reaktionäre Regierungen, die wollten ja damals nach Napoleon wieder die Zustände von vor der Französischen Revolution wiederherstellen. Also das können wir denen nicht antun. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, dann brauchen wir schon einen König. Also woher jetzt einen König nehmen? Und dann sind sie eigentlich vorgegangen, so wie man das heute auch machen würde, wenn man zum Beispiel so einen CEO suchen würde, also so einen Konzernchef. Die haben so ein genaues Profil erstellt. Also was muss der König können. Und da war ganz wichtig, also er muss natürlich von Adel sein, was anderes war gar nicht denkbar. Er musste auch sehr gut im europäischen Adel vernetzt sein, denn er sollte ja Verbündete für diesen Staat gewinnen. Und dann war aber auch als zweiter Punkt ganz, ganz wichtig, sie suchten keinen Autokraten, denn sie wollten ja einen liberalen Verfassungsstaat, in dem letztlich die Macht beim Parlament lag, sondern das heißt also, sie brauchten jemanden, der mit demokratischen Gepflogenheiten vertraut war. Und so ist dann die Wahl gefallen auf Leopold von Sachsen, Coburg und Gotha, also einen Deutschen, der aber seit sehr langer Zeit in England lebte. Er war verheiratet gewesen mit der Princess of Wales, die auch englische Königin geworden wäre, wenn sie nicht im Kindsbett gestorben wäre. Und der kannte also genau das englische Parlament. Der war auch schon für einen anderen Thron kurz vorher in Erwägung gezogen worden, nämlich für den Thron von Griechenland, hatte da Verhandlungen geführt, aber die Bedingungen stimmten nicht so richtig und dann hatte er das abgelehnt. Und jetzt kamen also die Belgier und haben ihm das angetragen. Also da hat er erstmal gesagt, also Belgien, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Das war ja auch eine sehr unsichere Sache noch am Anfang, aber sie haben das dann richtig also ausgehandelt in London. Dann hat er zugesagt und hat sich dann, also wie das heute so ein CEO auch machen würde, sofort in sein neues Aufgabenfeld vertieft, hat die älteste Tochter des französischen Königs geheiratet und dadurch schon eine enge Verbindung geschaffen zum mächtigsten europäischen Staat und ist dann ein sehr erfolgreicher und angesehener König geworden. Er musste doch dann auch gleich zwei Fremdsprachen lernen oder konnte der schon Französisch? Also Französisch konnte er, das war ja damals quasi so, was heute Englisch ist, was an den Höfen gesprochen wurde. Er sprach Französisch mit allerdings einem deutschen Akzent, also Deutsch seine Muttersprache. Dann sprach er natürlich ganz hervorragend Englisch. Er hat auch bis an sein Lebensende jede Woche drei Briefe ausgetauscht mit Queen Victoria. Also er hatte also diese hervorragende Verbindung nach Frankreich, weil er eben mit der Königstochter verheiratet war und nach England. Er war Onkel Leopold, also er war quasi der Ersatzvater der berühmten Königin Victoria. Was er allerdings nie gelernt hat, war Niederländisch. Und das zeigt eben halt auch schon die Probleme, die es damals gab im 19. Jahrhundert in diesem damals sehr vom französischen sprachigen Teil dominierten Land. Das ist jetzt ja auch nur so ein kleiner Ausschnitt an spannenden historischen Momenten. Es gibt ja auch einiges, was die belgische Geschichte auch mit uns verbindet. Ich dachte jetzt zum Beispiel an Waterloo. Genau, also wobei Waterloo, das wird ja sogar, fällt mir auf, immer wieder Waterloo ausgesprochen. Also ich glaube, viele denken vielleicht sogar, dass es in England liegt, man nennt Waterloo Station. Aber es ist natürlich dieser kleine Ort gewesen, nachdem die letzte Schlacht Napoleons benannt wurde vor den Toren Brüssel, als Napoleon endgültig geschlagen wurde, nachdem er aus dem Exil in Elba nochmal zurückgekehrt ist. Aber diese Schlacht war übrigens im 19. Jahrhundert in Deutschland bekannt als die Schlacht von Belle Alliance. Das ist ein anderes kleines Dorf da. Da hatte nämlich der Feldmarschall von Blücher gelegen. Und in Waterloo hatte der Herzog von Wellington seine Zelte aufgeschlagen. Mhm. Und weil England eben die große Weltmacht war und auch die englische Sprache dann so wichtig wurde im 19. Jahrhundert, hat sich dann letztlich diese Bezeichnung durchgesetzt. Ich meine, ich kann auch eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern wirklich nur empfehlen, wenn man denn in der Region ist, sich das mal anzuschauen und dann vielleicht auch mal gleich ins Museum zu gehen. Da gibt es in Braine-l'Alleud auch das Memorial 1815. Genau. Da ist ja auch wirklich dann, sage ich mal, ganz viel europäische Geschichte dahinter, die auch für uns natürlich dann später entscheidend war, Neuorganisation Europas quasi. Aber genau. Ich habe gelesen, dass auch Kaiser Wilhelm II. In Belgien abgedankt hat.
Also ja, er befand sich im Hauptquartier in Spa, in diesem ja damals sehr, sehr bekannten Kurort. Da hatte er sein Hauptquartier und da befand er sich, als eben in Berlin die Republik ausgerufen wurde. Und jetzt befand er sich in einer sehr brenzligen Situation, denn Belgien war 4 Jahre lang von den Deutschen besetzt und ausgeplündert worden. Also Wilhelm II. War da praktisch als Kriegsverbrecher, wurde der betrachtet. Und der musste also jetzt ganz schnell irgendwie da raus. Und er ist dann auch noch auf einem kleinen Bahnhof vor den Toren von Lüttich von der Bevölkerung quasi ausgebuht, beschimpft worden. Das ist das einzige Mal gewesen, dass er sowas mitgemacht hat. Und dann hat er noch einige Zeit lang in einem Zug auf heißen Kohlen gesessen, ehe dann grünes Licht aus den Niederlanden kam. Und da ist er ja dann ins Exil gegangen. Ich bin mir sicher, das sind viele Sachen, die wirklich in Deutschland gar nicht so bekannt sind. Belgien wird viel übersehen, ne? Absolut. Ich würde sagen, Belgien ist wirklich ein unterschätztes Land. Ich hatte das in einem Geschichtsbuch gelesen, dass man in Belgien auch immer so ein bisschen beleidigt war. Also Belgien war ja zweimal sozusagen Kriegsgegner, Erster und Zweiter Weltkrieg. Aber dass man dieses Land so wenig ernst genommen hat, es war ja neutral, dass die Deutschen einfach durchmarschiert sind. Nicht mal mit einer Kriegserklärung, sondern einfach... Genau. Also was eben wenig bekannt ist in Deutschland, ist, dass Belgien zweimal besetzt war, nicht nur im Zweiten Krieg, sondern im Ersten Weltkrieg und eben halt auch die ganze Zeit. Damit begann ja quasi dieser europäische Krieg, denn der Einmarsch in Belgien, der eigentlich ein Durchmarsch sein sollte nach Frankreich, das war dann der Punkt, wo Großbritannien gesagt hat, jetzt treten wir ebenfalls in den Krieg ein. Und es kam dann auch schon in den ersten Wochen wirklich zu ganz schlimmen Kriegsverbrechen. Das war eigentlich der erste große Zivilisationsbruch in Europa, wo Zivilisten von den Deutschen dann abgeschlachtet wurden. Und das Land wurde wirklich regelrecht ausgeplündert. Und was auch in Belgien selbst gar nicht so bekannt ist, die erste administrative Teilung, also in Flandern, Wallonien und Brüssel, die ist auch von den Deutschen ausgegangen, weil nämlich der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg schon sehr früh erkannt hat, wir werden wahrscheinlich diesen Krieg nicht gewinnen können. Das heißt also, wir werden dann auch Belgien nicht halten können. Wir werden das Land wieder abgeben. Wie können wir da jetzt doch noch für uns irgendwas rausholen? Vielleicht können wir ja die Flammen gegen die Wallonen aufstacheln, sodass die am Ende gar nicht mehr mit denen verbunden sein wollen. Und selbst wenn wir dann uns da zurückziehen, dann werden die sich vielleicht in Zukunft so an Deutschland anlehnen und dann haben wir da wenigstens noch einen Vorteil so rausgeholt. Das war praktisch die Denke dahinter und das hat sich dann letztlich durchgesetzt. Das ist dann von Dauer gewesen. Ja, da haben wir ganz schön Spuren hinterlassen, ne? So ist es, ja. Mhm. Wenn wir jetzt gerade so bei Weltkriegen sind, da denke ich natürlich auch an den Zweiten Weltkrieg und da hat ja, gut, Belgien war ja auch besetzt, aber da gibt es ja auch, sage ich mal, einen Aspekt, der recht unbekannt ist. Judenverfolgung gab es ja überall, wo Deutschland präsent war. Nur hat das in Belgien nicht so gut geklappt, habe ich mir sagen lassen. Richtig, also Belgien hat sich eigentlich den deutschen Besatzern, also den Nazis, sehr entschieden entgegengestellt. Und das gilt ganz besonders für den französischsprachigen Teil, also für Brüssel und Wallonien. Also es gibt kaum eine Stadt, in der das so konsequent getan worden ist wie in Brüssel. Also die 19 Bürgermeister, schon damals war Brüssel also in verschiedene Einheiten unterteilt, genau heute, die haben alle miteinander gesagt, nein, wir werden den Judenstern nicht an die jüdische Bevölkerung austeilen. Und sie haben nochmal Nein gesagt, sie haben auch sich nicht beteiligt an den Razzien gegen die jüdische Bevölkerung. Das heißt, haben also nicht die Juden aus ihren Häusern geholt und in die Deportationszüge gesetzt. Daran hat sich die Brüsseler Polizei nicht beteiligt. Und der Bürgermeister Kuhls, der hat den Deutschen ins Gesicht gesagt, wir können es mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, etwas zu tun, was so eindeutig gegen die Menschenwürde verstößt. Und das ist wirklich ganz, ganz selten vorgekommen im besetzten Europa. Ja, das ist leider sehr unbekannt. Ich finde das ehrlich gesagt auch typisch wallonisch. Ich habe da oft das Gefühl gehabt in diesem Land, dass das auch so ein bisschen was mit diesem gelebten Glauben zu tun hat, der in Belgien sehr wichtig ist. Also dass man sein eigenes Verhalten moralisch auch rechtfertigen muss. Ja, also das glaube ich auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und der Widerstand, der ging wirklich auch durch alle Teile der Bevölkerung, also durch alle Schichten, alle Klassen. Zum Beispiel, es gab im besetzten Europa nur einen einzigen Überfall auf einen Deportationszug nach Auschwitz. Und der hat stattgefunden in Belgien, wurde ausgeführt von 3 ganz jungen Männern aus Brüssel mit ganz primitiven Mitteln. Und so haben sie dann noch einige der Insassen befreit. Oder anderes Beispiel, ein belgischer Baron ist in die Royal Air Force eingetreten und hat sich dann einmal aus der Formation gelöst.
ist also eigenständig nach Brüssel geflogen und dann so im Tiefflug über die Boulevards und hat dann das Hauptquartier der Gestapo beschossen und bombardiert und dafür gesorgt, dass das Archiv in Flammen aufgegangen ist, wo natürlich wichtige Informationen über die, die deportiert werden sollten, über Widerstandskämpfer gehortet wurden. Also eine ganz, ganz wichtige Aktion. Oder weil du den Glauben angesprochen hast, noch vielleicht ein letztes Beispiel, weil es so besonders spannend und bewegend ist. Die Nonne Marie Aurelie, die hat in Brüssel-Anderlecht in ihrem Kloster jüdische Mädchen versteckt. Aber eines Tages stand plötzlich die Gestapo vor der Tür und sie waren also verraten worden und hat gesagt, so, die Mädchen, die nehmen wir jetzt alle mit. Und da hat dann Schwester Marie Aurelie gesagt, ja, Moment mal, also drei Mädchen sind gerade nicht da, kommen Sie doch morgen nochmal zurück, dann können Sie die gleich alle mitnehmen. Und dann hat die Gestapo gesagt, ja, okay, wir kommen morgen, aber für jedes Mädchen, das dann nicht da ist, nehmen wir eine Nonne mit. Also jetzt musste sich Schwester Marie Aurelie ganz schnell was einfallen lassen. Sie hatte nur eine Nacht und sie hat sich was einfallen lassen. Als die Gestapo am nächsten Tag zurückkam, da standen die Türen offen, die Fenster waren eingeschlagen, die Telefonkabel durchgeschnitten und die Nonnen, die saßen gefesselt und geknebelt auf ihren Stühlen. Und als sie dann losgebunden wurden, hat Marie Aurelie erzählt, ja, wir sind diese Nacht überfallen worden von Partisanen, ganz schlimm. Sie sehen ja, was die uns angetan haben. Ja, und die Mädchen, die haben sie alle mitgenommen. Ja. Überflüssig zu sagen natürlich, dass das alles von ihr in Zusammenarbeit mit dem belgischen Widerstand inszeniert worden ist, um die Mädchen alle noch in Sicherheit zu bringen. Und hat das geklappt? Das hat geklappt, ja, ja. Das ist ja eigentlich, dass das nicht in Hollywood alles schon längst verfilmt ist. Wenn das im englischsprachigen Raum stattgefunden hätte, dann wäre das längst verfilmt worden. Aber man schaut eben nicht auf das kleine Belgien. Ne? Es gibt auch noch ganz viele andere Aspekte, die sehr unbekannt sind. Also woran ich persönlich oft denke ist, weil ich, das hatte ich in der ersten Folge schon mal erzählt, vor langer Zeit mal ein Jahr in einer wallonischen Gastfamilie war und da Blick hatte auf die riesige Industrieanlage Coquerel, die ja sich bis zum Horizont zog, von der Maas bis zum Horizont. Das war ein geradewegs apokalyptisches Bild, also weil das auch nachts erleuchtet war und dampfte und da war auch immer so ein bisschen Geräusch. Ganz große Industrieanlage und ja, ich glaube, wir müssen mal darüber reden, welche Rolle gerade, ich denke vor allem die Wallonie gespielt hat bei der Industrialisierung Kontinentaleuropas. Ja, also du hast das sehr schön geschildert, dieses große Werk des Engländers John Coquerel, der eben so um 1800 rübergekommen ist nach Wallonien und eben dafür gesorgt hat, unter anderem aber ganz wesentlich, dass dieses Gebiet die erste industrialisierte Region auf dem europäischen Kontinent geworden ist. Wir wissen ja alle, das erste industrialisierte Land überhaupt war Großbritannien, Dampfmaschinen so. Aber dann direkt danach kam eben Wallonien, weil dort gerade um die Gegend von Lüttich schon sehr alte Bergwerke bestanden. Da wurde schon seit Jahrhunderten Eisenerz gefördert. Das heißt also, die Strukturen waren in gewisser Weise schon da und mussten jetzt nur noch ausgebaut werden. Die Maas, das war ein sehr guter Verkehrsweg und dann in den nächsten Jahrzehnten konnte man auch sehr schnell ein Eisenbahnnetz aufbauen, weil das eben ein kleines, dicht bevölkertes Land war. Da musste man also jetzt nicht hunderte von Kilometern überbrücken und all das hat eben dazu geführt, dass eben die Wallonie dann wirklich zu einem riesigen Industriegebiet wurde und Belgien im ganzen 19. Jahrhundert so richtig so ein Land unter Dampf gewesen ist und dann so um 1900 die fünftgrößte Industrienation der Welt war. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Reihenfolge, die war USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien. Also wenn es damals schon die 7 gegeben hätte, dann hätte das kleine Belgien damit am Tisch gesessen. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass es ja im Grunde genommen auch nicht ganz Belgien war, weil Flandern war ja sehr rural geprägt. Das war ja eher landwirtschaftlich, denke ich, damals noch. Heute alles ein bisschen anders. Ganz genau, das war absolut so. Und das hat eben auch ganz wesentlich zu diesem Sprachenstreit, wie er ja immer genannt wird, geführt. Es war eben so, dass im 19. Jahrhundert dieser junge belgische Staat praktisch von Wallonien, von französischsprachigen Belgiern beherrscht wurde, weil eben da der ganze Reichtum war und Flandern war ein rückständiges, landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Und damals war es ja eben noch so, nicht jeder hatte Wahlrecht, sondern nur die reichsten Bürger hatten Wahlrecht. Das hat also dazu geführt, dass in der Regierung, im Parlament, aber auch in den Gerichten, in den Industrieunternehmen überall nur französischsprachige Belgier saßen, obwohl die Flamen auch damals schon in der Mehrheit waren. Und dass das natürlich zu viel Verbitterung geführt hat, das kann man sich leicht vorstellen. Es war dann lange Zeit umgekehrt. Mit dem Ende
dieses Industriebooms. Also ich erinnere mich daran, dass in den 90ern wurde doch dann auch ein Großteil dieser Industrieanlage Cockerill abgebaut und dann wirklich nach China verkauft. Ich glaube, 10 Jahre oder so wurde da abgebaut. Das war ein gigantisches Unternehmen. Mhm. Und ich erinnere mich an die Zeit, wo dann auch viel Arbeitslosigkeit in der Wallonie war. Heute hat sich das alles wieder ein bisschen ausgeglichen. Aber also dieser ganze vermeintliche Sprachenstreit, der ja im Grunde genommen auch so ein bisschen so ein Kulturstreit ist oder noch komplexer ein Streit, auch ein wirtschaftlicher Streit mit viel historischen Wurzeln, wie wir jetzt gesehen haben, der macht sich ja auch heute noch unheimlich bemerkbar. Also ich denke da an dieses Faktum, dass Belgien, also der moderne Staat ist, der am längsten ohne eine Regierung existiert hat, ohne dass man es gemerkt hat. Du hast dazu, glaube ich, ein paar Details für unsere Hörerinnen und Hörer, oder? Ja, also das war 2010, als sich die Parteien eben 541 Tage lang auf keine gemeinsame Regierung einigen konnten. Und damit wurde ein Rekord gebrochen, den bis dahin Kambodscha gehalten hatte. Naja, und wie du schon gesagt hast, trotzdem ist das Land aber nicht untergegangen. Trotzdem hat es weiter existiert, weil eben schon vieles auch gar nicht mehr von der Zentralregierung entschieden wird, sondern von der wallonischen, von der flämischen Regionalregierung und weil eben auch noch eine geschäftsführende Regierung im Amt liegt. Ich glaube, das ist auch typisch, muss ich jetzt sagen, belgisch, also nicht nur wallonisch oder flämisch, dieses, dass man die Dinge irgendwie trotzdem macht. Also ich hatte das Gefühl, dass das überhaupt nichts ausgemacht hat, dass da keine Regierung war. Es war ein bisschen peinlich und man wollte dann schon, aber es hat sich im Alltag, man hat es wirklich nicht gemerkt. Und das ist für mich jetzt auch so ein kleiner Übergang. Was man im Alltag nämlich auch nicht merkt, ist, wir reden immer von Wallonen und Flamen und dass es da Probleme gibt, aber ich finde, Belgien ist das einzige Land, in dem es solche, sage ich mal, so eine Unterteilung gibt, die sich im Privatleben nicht bemerkbar macht. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Wallone von seinem flämischen Nachbarn gesagt hätte, den mag ich nicht. Oder umgekehrt. Also wenn das dann der Schwiegersohn ist, dann ist der okay, ganz klar. Egal, ob welche Sprache oder wo der jetzt dann herkommt. Flame, Wallone, alles egal. Das spielt irgendwie nur in der Politik eine Rolle. Oder siehst du das anders? Also auf jeden Fall trägt man es dem Einzelnen ja nicht nach und wird ja über die Grenzen dauernd hinweg geheiratet und gearbeitet. Und es gibt ja auch viel Verbindendes. Also man spricht zwar unterschiedliche Sprachen, aber eben man schätzt die gleichen Biersorten. Wenn man noch in der Kirche ist, ist man katholisch. Protestanten gibt es praktisch nicht. Man interessiert sich für Fußball. Also es gibt ja jede Menge Verbindendes, gerade auch die oder auch eben das Verhältnis zum Staat, sehr viel relaxter als in Deutschland. In Deutschland würde man ja vermutlich verzweifeln, wenn es irgendwie mehrere Monate lang keine Regierung gäbe. Wer regiert uns jetzt? Was sollen wir machen? Das gibt es eben nicht in Belgien. Also insofern, es gibt auch daneben sehr viel Verbindendes. Und deswegen glaube ich auch, dass Belgien nicht auseinanderfallen wird, was ja eigentlich seit Jahrzehnten vorhergesagt wird, aber bisher nie eingetroffen ist. Also ich glaube, Belgien bleibt Belgien. Ich glaube es auch, ja. Man muss nur auf die Speisekarten gucken. Und man stellt fest, dass man in der Wallonie selbstverständlich auch flämische Spezialitäten isst und umgekehrt auch in Flandern wallonische Spezialitäten. Ich finde das sehr bedeutsam, dass man da völlig relaxed mit umgeht, Hauptsache schmeckt und unterm Strich sind es eben doch alles Belgier. Absolut. Es ist schade, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, über die Geschichte zu sprechen. Es gibt noch so viele tolle und geradezu skurrile Ereignisse in der belgischen Geschichte. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ein paar rausgepickt. Ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern gefallen hat. Zum Schluss gibt es wieder eine kleine Hausaufgabe. Das haben wir ja in jeder Episode. Und zwar dieses Mal ein Gericht aus der Region um Waterloo. Das passt so ein bisschen zur Geschichte. Mhm. Ne? Und zwar das Gulasch à la Brabant Wallon. Und das Rezept findet ihr in den Shownotes. Und natürlich auch im Netz unter belgien-tourismus-wallonie.de. Und falls ihr nochmal einen Blick in das Buch Die Geschichte Belgiens werfen möchtet, dann schaut einfach auch in die Shownotes, da werden wir es auch nochmal verlinken. Ich bedanke mich ganz herzlich, Christoph, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, ich bedanke mich auch. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, tschüss.